Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Schlaflos. Wir spielen wieder Don't Stuff weiter mit unserem Wolfgang. Wir waren das letzte Mal bei Tag 35 und haben jetzt einen eigenen Kühlschrank. Yeah! Und wir haben einen Papageien gefunden. Ich hatte keine Ahnung, was es überhaupt mit dem auf sich hat. Und wenn ich jetzt noch richtig in Erinnerung habe, also ich habe mal nachgelesen, kann man den mit Schätzen, glaube ich, füttern in der Art, also so eine Art Austausch, glaube ich. Und wenn man sich einen Hammer macht und dieses Boot kaputt macht, kriegt man, also kann man Holz und Diamanten und sowas rausbekommen. Hä, wo war denn der jetzt? Der war da ganz da unten. Ja, komm, da laufen wir jetzt trotzdem hin. Geht ja eigentlich ganz schnell. Ich will jetzt nämlich gerne mal ausprobieren, wie das ist, wenn ich ihm ein Stück Gold anbiete. Also man kann ihn anscheinend nicht einfangen. Aber man kann ihn ja mit ihm handeln. Wenn man es so sieht. Und das hätte ich jetzt gerne mal ausprobiert. So, jetzt müsste er aber gleich kommen. Oder bin ich jetzt an ihm vorbei? Nein, da unten. Okay. Nur noch mal kurz zur Sicherheit nachgeschaut. Hier ist er. Und wenn ich ihm jetzt ein Nugget eventuell anbiete. Will er es nicht. Will er auch nicht. Vielleicht, weil wir jetzt schon bei ihm waren. Ich weiß auch nicht, was passiert, ob er da reinfliegt, wenn wir das jetzt so machen. Ich weiß nicht, ob er so schlau ist. Also, so dumm ist, meine ich. Aber er schaut nicht so aus. Als ob er da reinfliegen würde. Nee. Hat er quasi gesehen, wie wir einen Freund von ihm gefangen haben. Aber ich dachte echt, das würde funktionieren. Und wenn ich das da hinlege? Nee. Hä, komisch. Vielleicht müssen wir ihn auch mal wann anders besuchen. Ich mache mir jetzt auch mal den Hammer. Und dann will ich mal ausprobieren, was dann passiert, wenn ich auf das Boot dann damit einschlage. Wahrscheinlich mache ich es kaputt. Und er ist dann ohne zu Hause. Mal gucken. Also es gibt halt auch so kaum Beiträge irgendwie, wo man mal nachgucken könnte. Also von daher muss man irgendwie selber rausfinden. Oder ich zumindest. Wir müssen links lang. Ist jetzt auch nicht so die Welt, aber es wäre jetzt cool gewesen, hätte ich den mitnehmen können. Bin ich ehrlich. Finde ich richtig, richtig cool. Nicht richtig hinsetzen. Genau, jetzt gehe ich mal kurz heim und bringe meine ganzen Sachen irgendwie mal richtig hin, weil es ist ja richtig nervig. Gar keinen Überblick mehr. Oder kaum einen. Der Vogel. Dann kann ich das Gold eigentlich auch wieder da reinsetzen. Wenn er mein gutes Gold nicht haben will. Die Vogelfalle stelle ich mal da hinten trotzdem noch auf. Dann hole ich mir noch ein paar Beeren, die schon wieder reif sind. Und dann mache ich mir uns auch noch mal was zu essen. Und ja, müssten wir unser nächstes Projekt eigentlich planen, was wir gerne anstreben würden.
Jetzt hatte ich vielleicht die Idee, die Eier auszubrüten. Eventuell. Ja, den Stich habe ich jetzt in Kauf genommen. So. Und dann nehmen wir erst einmal die Beeren, weil die sind ja nicht ganz so lange haltbar jetzt wieder. So. Perfekt. Man kann sich auch so einen großen Vogelkäfig machen. Das würde ich auch gerne noch machen, weil wir jetzt ja auch ein paar Vögel gefangen haben. Wäre ganz cool. Muss ich jetzt aber erstmal gucken, wo ich den denn finde. Das weiß ich nämlich nicht mehr. Ein Zelt könnten wir uns auch machen, dann könnten wir nämlich die Nächte durchschlafen, aber. Naja, muss jetzt auch nicht so dringend sein. Ich hätte mir eigentlich eingebildet, der war hier, aber der war nicht hier. Nein, das ist es auch nicht. Ach, hier könnte er noch drin gewesen sein. Da glaube ich ja. Brauche ich zwei Papyrus. Okay, da könnten wir auch mal gucken, ob wir irgendwie ein Sumpfgebiet finden. Weil bis jetzt haben wir noch keinen. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die Wurmlöcher überall hier gingen. Ich weiß nicht, ob wir hier unten schon waren. Aber ich glaube schon. Naja, gut, jetzt schauen wir erst einmal. Ich würde mal sagen, wir verbrauchen derweil das Fleisch hier. Nehmen uns noch irgendwas dazu. Kochen das. Und die können wir auch zusammen machen. Das habe ich gar nicht gesehen gehabt, dass die einzeln waren. Ich habe in die Vogelfalle gar keine Samen rein. Dann kommt auch natürlich kein Vogel. Man kann Beeren auch reinlegen, aber irgendwie finde ich das ein bisschen schwachsinnig, weil man kann dann eben keine damit fangen. Keine Vögel. Ich weiß auch nicht, warum es dann funktioniert, aber es ist irgendwie so. Also ich weiß, dass man den Papageien da hier diese Samen geben kann. Und dann kann er im Austausch entweder auch Samen geben oder ein Ei. Das ist das Einzige, was ich über ihn weiß. Und dass er angeblich auf Schätze stehen soll. Wo laufe ich denn mal am besten hin? Dahinter, da wird, glaube ich, kein Sumpf mehr sein. Hier ist auch, glaube ich, keiner mehr. Das endet dann hier. Da hinten ist die Wahrscheinlichkeit groß. Oder hier. Ja, oder hier irgendwo noch. Aber das ist auch wieder so.
Hier wird das hier noch reingehen und hier glaube ich noch. Also wenn, dann müssen wir wahrscheinlich irgendwie hier runter wieder. Dann. Wir bleiben jetzt erstmal hier und kurieren uns komplett heil. Klar, ich könnte jetzt so eine Heilsalbe machen. Oder aus diesen Bienen. Also aus dem Honig. Könnte ich irgendwie auch so eine Art Pflaster machen, was heilt. Oder wir essen uns einfach immer wieder gekochte Sachen und dann heilen wir ja auch. Immer ein bisschen. So, dann buddeln wir hier noch das Holz schnell aus. Und pflanzen ein paar Bäume. Soll ja nicht viel sein, einfach nur ein paar. Dass man halt einfach immer so ein bisschen was da hat im Notfall. Was man schnell abenden könnte. So. Schön. Ich würde jetzt gerne noch mal kurz was essen. Sind wir auf 100? Okay, 3 hat es nur gebracht, naja. Ich könnte jetzt die Steinmauer noch einmal höher setzen. Ach nee, hier wollte ich das noch zu Ende machen, stimmt. Das wollten wir auch noch erledigen. Einfach nur so ein bisschen, dass falls da ein Truthahn drin sein soll, der nicht so schnell raus kann und wir die Chance haben, den dann noch zu töten. So dass wir natürlich aber noch reinkommen. Perfekt. Da können wir eigentlich auch nochmal eins zumachen. Ich brauch's ja gar nicht so weit offen. Und dann würde ich gerne hier vielleicht noch einmal zumachen. Und die wollte ich ein bisschen umsetzen. Die nerven mich nämlich. So wie sie sind. Räumen wir mal ein bisschen auf zu Hause. So. Die setzen wir nämlich ganz an den Rand. Die müssen wir jetzt aber allerdings auch düngen. Das sieht man nämlich schon gleich den Unterschied, wenn die wieder richtig hell. Und den setze ich auch mal ein bisschen anders. So. Nein, das läuft doch schon mal ganz gut wieder. Und es schaut einfach viel besser aus. Ist meine Meinung. Huch. Jetzt kann ich wieder ein paar Beeren holen. Eigentlich wollte ich noch 1-2 Beete machen. Man sieht jetzt auch, also abends ist es natürlich mal ein bisschen kälter, in Anführungsstrichen. Ich meine, das macht ja der Spielfigur jetzt so nichts aus, außer es wäre Winter. Dann merkt man es schon. Dann nehme ich einfach noch ein paar mit rein.
und ab ans Feuer. Dann drehen wir uns wieder und setzen auch die hier nochmal hin. Zwei. So. Und auch wieder düngen. Dann gucken wir immer wieder mal im Kühlschrank nach, ob schon etwas schlecht wird. Weil dann müssen wir das natürlich gleich austauschen. So. Ach, einen Hammer wollte ich jetzt nochmal machen. Ich weiß gar nicht, was ich dafür brauche. Drei Steine und zwei Seil. Ah nein, dieses blöde Boden wäre auch cool. Okay, ich glaube, ich fange mal an, dann einen Boden in meinem Camp zu machen. Nicht überall, aber da, wo ich halt dann hier so, wo jetzt nichts wächst. Ich habe die eigentlich bis dahin auch nie verwendet. Ich habe die immer nur zerstört, aber nicht verwendet. Also ich habe die nie nochmal irgendwo eingepflanzt. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt mir so einen Vorteil von irgendwas bringt. Was war das jetzt? Ach, und Seile brauche ich. Drei Seile. So. Damit könnte man jetzt auch so Mauern wieder einreißen, wenn man einen Fehler gemacht hat. Und den ganz schlimm findet und den wirklich nicht haben will, dann könnte man ihn wieder wegmachen. Nochmal alles wieder im Kühlschrank. Huch! Bin aus dem Sinn rausgekommen. Das wollte ich nicht. Naja. So. Dann pflanzen wir gleich mal wieder neue Samen. Beziehungsweise Früchte und Obst. Früchte und Obst, Gemüse und Obst. Und die geben wir damit rein. Und dann hätte ich gesagt gehabt, ja, was zu essen brauchen wir dann auch nochmal. Pflanze ich hier oben nochmal so ein paar Sachen an, die ich dann irgendwann wieder verbrenne. Wenn die ein bisschen gewachsen sind. Ist auch immer gemein eigentlich. Und dann holen wir uns Holz und machen uns einen Boden. Ich finde, es kostet ein bisschen viel Holz, weil du dir erst so Bretter machst. Und Bretter, für die Bretter brauchst du ja, ich glaube, drei Holz. Und dann ist aber ein Brett, glaube ich, ein Boden oder irgendwie so war das. Ich will nur mal genau gucken, aber ich finde es jetzt nicht gerade so toll. Seht ihr, ich habe gerade die einen Samen aufgehoben und der lag anscheinend schon länger da. Und dann können die natürlich auch schlecht werden. Also man sieht es jetzt unten in der Leiste bei mir. Dass wenn die von dem Vogel einfach nicht gefressen wurden, dann bleiben sie natürlich liegen und dann werden die natürlich auch mit der Zeit nicht mehr so gut. Der genauso, wahrscheinlich. Da ist meine Schaufel. So.
Ne, jetzt schauen wir mal, wie der Boden funktionierte. Also ich bilde mir ein, das war immer dieses Holz. Genau, und pro Ding entsteht ein Fußboden, also stimmt schon, was ich gesagt habe. Nur, dass es vier Holzstücke sind, nicht drei. Und dazu brauchen wir aber dann noch ein Werkzeug. Und jetzt können wir quasi damit so ein bisschen die Wiese oder die Erde, halt je nachdem, was für ein Biom es ist, wegmachen. Und können dann da einen Holzboden legen. Dann können nämlich diese Pflanzen, diese Augenpflanzen darunter, also darauf eigentlich nicht wachsen. Ich finde es ein bisschen schade, dass man das jetzt nicht ein bisschen einstellen kann, wie man es wegmacht, aber naja. Dann machen wir es halt so erstmal. Und wir müssen uns unbedingt was zu essen machen. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal den Mais. Ich mag den Mais, weil man den einfach so essen kann. Der ist viel ergiebiger, wenn man den im rohen Zustand isst, als wenn man den kocht und Popcorn draus macht. Ich glaube, unsere Hauptarbeit besteht einfach darin, die kompletten Büsche immer abzuernten. Und ja, man kommt nicht so gut voran mit dem Spiel, aber ich meine, ich will das ja auch nicht durchpreschen wie nochmal was, sondern mir auch Zeit nehmen und noch Spaß haben. Und ich baue mir da gern irgendwie was auf. Also finde ich es jetzt persönlich nicht schlimm, wenn ich einfach länger brauche und dafür aber dann auch ein schönes Camp halt habe. Jetzt kann man hier einfach, zack, wieder Rechtsklick auf die betroffene Stelle und hat man eben so einen Holzboden. Man kann auch einen Teppichboden machen, dazu braucht man aber dann Fell von Tieren oder sonst was. Und ja, ich könnte jetzt auch wieder Rasen irgendwo hinmachen, aber normalerweise verbrenne ich den. Wenn ich Platz habe, tue ich ihn irgendwo, naja, aber so bringt es mir nicht viel. Schnell wieder ins Feuer. Ich habe auch am Anfang mir die Mondphasen so ein bisschen beachtet. Sollte man tun, vor allem wenn man in der Nähe von den Schweinen wohnt. Weil wenn die nämlich Monsterfleisch gegessen haben und es ist Vollmond, dann werden die zu Wehrschweinen und greifen dann einen auch an. Das ist natürlich ganz schön uncool. Ich glaube, ich mache mir jetzt noch ein paar Beete. Ja. Und dann grenze ich das da nochmal so provisorisch. Aber ich meine, da kann trotzdem noch irgendwas durchrennen, aber schaut dann doch aus, als ob es irgendwie dazugehört. Eventuell, ich weiß es noch nicht, wie ich das jetzt machen werden will und ob ich es überhaupt dann mache. Ich glaube, ich kann eh nur ein Beet machen. Ja, aber brauche ich wieder Stein. Genau.
okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt auch noch eins hinkriege. Schaut aber nicht so aus. Und da ist auch doof. Ganz oben will ich es, also hier will ich es nicht mehr machen, weil ich da immer wieder was verbrenne. Dann mache ich es hier noch auf die Seite. Eventuell gehe ich dann irgendwann darüber. Das ist ein Samen. So. Dann will ich mal gucken, ob wir einen Truthahn vielleicht erwischen. Also wenn er jetzt da rauskäme. Und, kommt noch einer? Nee. Will nicht. Jetzt mache ich wieder meinen Trick. Tada! Ich meine, klar, die sollten wir trotzdem nach und nach immer wieder verarbeiten, aber ich finde nicht schlecht. Ich kann nochmal zu den Bienen gucken. Könnte ich mir jetzt auch nochmal holen. So kriege ich wieder einen Schaden, aber... kriege ich dann nach einer Zeit auch wieder rein. Manchmal hatte ich Glück und habe nichts abbekommen, weil ich einfach schnell genug weg bin. Ah, genau, wie jetzt. Da kriegt man da nichts ab. So ein bisschen eher so Glückssache, wie schnell man einfach ist. Und ich glaube auch, wie nah man irgendwie da dran steht. Also der Honig hält sich halt schon recht lange. Ich könnte jetzt auch alle Sachen schon eigentlich vorkochen und da reintun. Also im Kühlschrank hält sie natürlich dann auch. Aber bin da nicht so der Fan davon. Ich weiß gar nicht wieso. Einen Hasen kann man so natürlich nicht reinlegen, weil der ja nicht tot ist. Ist ja auch verständlich. Weil wer tut denn schon einen richtigen, lebendigen Hasen in Anführungsstrichen in den Kühlschrank stellen? So, wird doch schon mal ein bisschen wohnlicher. Tue ich mal da weg, weil ich will nicht, dass die Bäume dann auf den Büschel überspringen und dann am Ende noch meine Beete anzünden. Oh Gott, dann würde ich, glaube ich... Oh ne, dann wäre ich richtig verzweifelt. Und ihr seht schon, so langsam geht die Temperatur nach unten. Und das bedeutet, dass so nach und nach der Winter erscheinen wird. So. Und nochmal drehen. Das kann ich da dann mit dazu setzen. Natürlich muss ich wieder drehen. Mein letzter Dünger. Da müssen wir uns unbedingt wieder ein bisschen was holen. Da will es jetzt gerade nicht. Dann lassen wir es. So. Jetzt setzen wir das nochmal neu. Und holen nochmal ein paar Beeren, solange es jetzt noch nicht komplett dunkel wird.
So. Der arme Kleine sitzt da voll traurig und alleine außen, aber das einzigste Gute ist halt, wenn ich angegriffen werde von, sagen wir jetzt mal, den Hunden. Also ich nenne die Hunde, ich weiß leider nicht, wie die Monster heißen. Ich glaube, es sind schon Hunde. Dann greifen die den halt an und nicht wirklich mich am Anfang. Ist vielleicht ein bisschen böse, aber kommt mir halt zugute. Ja, ich mache da noch zu. Ich habe immer das Gefühl, dass man da nicht so leicht reinkommt oder etwas nicht so leicht reinkommt. Ich habe immer noch meine Hoffnung. Und jetzt gehen wir aber dann runter zum Papagei nochmal und schauen nochmal nach dem. Aber jetzt eventuell. Ja, diesmal haben wir Fleisch bekommen. So schaut auch das Fleisch von einem Vogel aus, quasi. Noch tun wir das jetzt auch in den Kühlschrank. Wir müssen es ja nicht sofort aufhängen. Wenn es noch gut ist, dann nutzen wir auch die Zeit. Okay. Ich finde, es läuft richtig gut. Vielleicht ein Tick langsam, aber wenn es einem zu langsam geht, dann soll er halt einfach, keine Ahnung, 1, 2 Sitzungen ausfallen lassen und dann kann er von mir aus gerne das Let's Play nochmal angucken nach einer Zeit. Oder spult einfach immer zum Ende. Geben auch immer nur eins, manchmal auch zwei, wenn man Blumen isst. Laufen wir mal auf dem Weg, weil sonst dauert es einfach viel zu lange. So nervig. Da kommen jetzt eh dann noch die 2 Steine. Zack, und jetzt müsste er kommen. So, guten Morgen, Kollege. Willst du jetzt ein? Komisch. Dann musst du jetzt ein bisschen dran glauben. Oh, jetzt fliegt er echt weg. Ach Gott, jetzt haben wir ihn verjagt. Tja. Ich bin jetzt auch wieder gemein. Ich hetze jetzt die Bienen wieder hier auf die armen Büffel. Warte, jetzt muss ich mir wahrscheinlich einmal stechen lassen. Yeah. Das war natürlich auch wieder cool. Jetzt kommt aber mit hier, bitte. Kommt schon. Kommt, 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 kommt. Nein, komm mit, komm mit, komm mit. Hallo, komm mit. Hierher. Ach, verdammt, jetzt haben die mich gepikst und nicht die Dinger. Können jetzt mal bitte die Bisons stechen? Die Büffel. Hopp. Manchmal klappt es halt echt nicht immer, ne?
weil die auch nicht mehr so eng. Oh Gott, jetzt machen die mir so einen Abzug einfach. Jetzt töte ich euch gleich, ich schwör's euch. Meine letzte Chance bis jetzt tun, dann war's das. Ja, okay. Ah, der eine ist immer noch hinter mir her. Ach, zum Glück. Töte den. Jetzt nehme ich lieber mal meinen Speer weg, bevor ich außerdem noch einen Büffel hau. Gott, es wär's halt. Jetzt brauche ich wieder Leben. Das gibt's doch nicht. Wie kann denn da wieder noch eine sein? Du blödes Viech. Hallo, wie viele kommen denn da? Wenn ich jetzt wegen euch sterbe, ne? Ich schwör's euch. Wahnsinn. Jetzt muss ich mich dann irgendwie heilen. Jetzt ist sie nicht da. Jetzt kann ich vielleicht ganz schnell angreifen. Zack, 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 zack. Greifen die mich an, die normalen? Nee, doch nicht. Oh, okay. Puh. Es darf nichts passieren. Jetzt muss ich heim. Eieiei. Ganz knapp dem Tod entkommen. Ach, was ich jetzt hatte. Ich will Hauptsache heim. Dann machen wir uns so eine Heilsalbe. Das ist alles nur für Bienenstücke. Ganze Arbeit. Aber hey, wir haben es geschafft. Wäre zwar schade gewesen, wenn wir jetzt daran wirklich gestorben wären. Das wäre echt voller Fail, aber wir haben es geschafft. Möchte ich gerne. Wo ist es denn? Haben wir Asche eigentlich? Doch, wir haben Asche. Ich war mir jetzt gar nicht mehr sicher. Die Sachen lege ich kurz rein. Ich weiß jetzt natürlich wieder mal nicht, wo ich das machen konnte. Hier. Ich meine, es heilt halt echt nicht viel, aber es ist zumindest etwas. Dann essen wir noch mal was. Das heilt ja auch immer ein ganz kleines bisschen. Ho, dann schon viel Action gehabt. Ich mal draußen, weil es ist nicht so wichtig. Ich will mal kurz was gucken, wo denn dieses andere war. Da hier, da brauche ich aber auch wieder Papyrus. Das haben wir noch nicht, weil wir keinen Sumpf gefunden haben. Und da wächst halt dieses andere Gras. Dieses, ich nenne es halt immer gerne Schilf. Naja. Aber das war es jetzt dann eh wieder mit der Folge, sehe ich gerade. Weil wir ja immer nur 5 Tage aufnehmen. Ich meine, es reicht auch voll und ganz von der Zeit her.
Und dann verabschiede ich mich mal wieder. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge auch wieder dabei. Und ich hoffe, unser Leben regeneriert sich dann hoffentlich mal wieder komplett. Mal gucken. Nicht, dass wir danach noch irgendwie draufgehen. Also, bis dann. Gruß, euer Schlaflos. Tschüss.